Yo, Leute, Trophy hier und damit willkommen zu meiner Review zu der Boruto Folge 14. Das ist nun das Ende von diesem Arc, von diesem mehr oder weniger Filler-Arc, denn dieser Arc mit Somire, den wir hatten mit den Ghost-Vorfällen, der war nicht im Manga, deswegen das war ein Anime-Exclusive-Arc. Dazu kommen wir gleich nochmal, aber auf jeden Fall, Naruto und Co. werden am Anfang rausgelassen oder uns wird als Zuschauer nochmal symbolisiert, das ist nicht deren Time to Shine. Es ist nicht quasi deren Generation, die das regeln muss, sondern Boruto, und ich muss sagen, in dem Fall ist es gut gelöst worden, dass Boruto das Ganze übernimmt, weil Naruto vorher mit dem Chakra nicht angreifen konnte und nun das Nu-Viech weg ist. Und das ist auch gleich die Sache, wo ich ein bisschen Angst habe. Und zwar ist es immer so, dass Naruto und Sasuke super, super strong sind. Und da ist halt die Frage, wie wird man das regeln, dass Boruto da seine Time to Shine bekommt und dass Naruto und Co. das nicht regeln werden, weil es halt, oder wie es dann halt logisch verpackt werden könnte. Da bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Deswegen vorerst gut. Also das wurde auf jeden Fall gut gelöst. Aber mal gucken, wie das dann in Zukunft sein wird. Natürlich wird man noch Missionen haben mit Team Konohamaru, die unterwegs. Da ist Naruto noch natürlich nicht dabei, deswegen mal gucken. Auch mal die Frage, wie lange das Ganze gehen wird, bis Boruto erwachsen ist. Vielleicht kommt der Cut zum erwachsenen Boruto sogar schneller als gedacht. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wie dem auch sei, Boruto gegen Nu, und der Blick von Boruto in einer Szene war richtig, richtig Naruto. Da hat man das richtig rausgespürt. Das fand ich sehr, sehr geil. Und der Kampf war wirklich enorm dynamisch. Richtig guter Kampf, richtig gut gemacht. Und die Kunai sind wieder back, und das ist so ein bisschen dieser Vorteil daran, dass jetzt Gene-Level-Schüler kämpfen, sage ich mal. Also jetzt bezogen auf Boruto, weil Mitsuki ist ja was ganz, ganz anderes. Der ist auf einem ziemlich, ziemlich starken Level, wie dem auch sei. Ist es nun mal so, dass man halt damals in Naruto das Ganze so hatte, dass mit dieser planetaren Verwüstung, dass es halt immer wieder stärker wurde mit Susanoo, mit Kyuubi und so weiter, dass Kunais einfach gar nicht mehr reingepasst haben. Und mit der nächsten Generation, gerade auch mit Sarada Uchiha, die Uchiha sind immer ganz gut mit Kunais, freue ich mich sehr, sehr stark auf die Kunai-Battles, die jetzt kommen werden. Natürlich wird das auch nicht ewig halten, das ist auch klar. Aber ich denke, so ein bisschen kann man das auf jeden Fall wieder einbauen. Und das finde ich sehr, sehr gut. So, Boruto sieht den Chakra-Fluss des Nu-Wesen genauso wie mit dem Byakugan. Deswegen, Borutos Auge scheint was komplett Neues zu sein, was sowohl, sage ich mal, Sachen von dem Byakugan hat, aber vielleicht auch Sachen hat von den Tensegern, was natürlich noch einen sehr, sehr starken Chakra-Modus hat, der in Verbindung mit einem Kyuubi wie Kurama ziemlich, ziemlich stark wäre. Aber dazu auch mal in einem späteren Video mehr. So, das Nu-Viech in dem drin, sage ich mal, in dieser Welt, ist kleiner als im Dorf. Also es ist auch hier wieder logisch verpackt worden, dass Boruto gegen ihn kämpfen kann, deswegen ist es auch an dieser Stelle gut gemacht worden, weil wenn, diese ganzen Shinobis, diese Jonin und Shunins, die da standen, nicht gegen ihn angekommen sind und dann Boruto kommt und ihn fertig macht, wäre das schon ein bisschen mies, auch wenn er es mit Tricks gemacht hat, denn Boruto trifft den wunden Punkt, den er vorher gesehen hat, und mit der Explosion von diesen, riesengroßen Fäden, sag ich mal, schon fast Seilen eher gesagt, nimmt er das ganze Ding gefangen und dann geht's halt ab mit Somire und Mitsuki. Und ich muss sagen, mittlerweile denke ich schon, schade, dass Somire eigentlich ein Filler-Charakter ist, weil sie hatte doch schon viel Potenzial. Ich finde sie ganz gut. Von den drei Filler-Charakteren, Iwabe, Denki und Somire, bin ich bis jetzt mehr oder weniger überzeugt, weil Somire mag ich jetzt eigentlich ziemlich sehr, weil die ziemlich gut gemacht worden ist in dieser Folge noch davor mit dem Aufbau. Iwabe bin ich auch schon lange ein Fan von. Der wurde echt gut in Szene gesetzt, und ja, das Ding mit Denki ist, es ist halt Denki, den kann man einfach nicht cool finden oder so, deswegen akzeptiere ich ihn einfach für das, was er ist, mehr oder weniger. Und mit Somires Backstory sehen wir dann, dass der Krieg Opfer mit sich zieht, und das finde ich auch sehr, sehr gut als Reaktion zu sehen in diesem Fall, denn der Vater wurde nach dem Krieg wie Dreck behandelt und deswegen hat sich das Ganze entwickelt und deswegen ist Somire auch so schnell stark geworden, denn man hat gesehen, dass der Vater ein Jutsu von Danzo angewendet hat, an dem er herumexperimentiert hat. Und ja, jetzt ist halt die Sache, wird man das öfter machen, alte Charaktere wieder dazuziehen und das dann halt als Erklärung nehmen und dann für neue Filler-Arc das Ganze schaffen, dass man halt quasi Leute aus dem Krieg nimmt, die dann nicht davon profitiert haben, sage ich mal, die dann die Konterkarte gesehen haben und dann verstoßen worden sind oder dass die Verwandten gestorben sind oder so. Sowas in der Art könnte dann noch kommen für Filler-Plotlines in Boruto. Deswegen hoffen wir das Beste, dass es nicht wirklich so, so krass ausgeschlachtet wird. Und Danzos Jutsu ist quasi mehr oder weniger so, als würde man einen künstlichen Jinjurikin stehen lassen, weil das Ding ist halt, wir wissen nicht ganz genau, welche Ressourcen, welche Mittel, was er alles dafür braucht, ob er sich selber quasi in dieses Nu-Viech verwandelt hat, weil das scheint in dieser Folge ziemlich stark zu sein, bis zu dem Punkt, wo es dann die Bank wird. Dazu auch gleich nochmal mehr. Und Orochimaru will anscheinend dieses Siegel haben, das Gozo Tenno, denn Mitsuki ist ziemlich, ziemlich krass dahinterher und er meint auch, er möchte das besorgen. Also Orochimaru, um da kurz einzuhacken, das Ding bei ihm ist wirklich, er scheint seinen eigenen Weg zu gehen. Er meint ja, ich möchte Sasuke beobachten und dann gucken, was er macht im Krieg. Dadurch ist er mehr oder weniger gut geworden, auch mit der Sache mit Tsunade und so weiter. Ist halt wirklich die Frage, ob er sich jetzt wirklich verinnerlicht hat, okay, ich bin gut geworden, ich habe Mitsuki erschaffen, ich möchte jetzt zugucken, wie quasi mein Kind diesen Weg bestreitet, oder möchte Orochimaru doch ein bisschen mehr mit Mitsuki machen und möchte dann
dann doch wieder böse werden. Also ich weiß nicht, ob der Groll noch von ihm da ist oder nicht, oder ob er irgendwie ein neues Ziel hat oder nicht. Kann auf jeden Fall interessant werden, das Ding ist mit Orochimaru. Er wurde natürlich im Ende von Naruto ziemlich lächerlich gemacht mit diesen ganzen Gags, aber er ist immer noch ein Gegner, der sehr, sehr gefährlich ist, und wenn man ihn richtig inszeniert, wenn man möchte, dass er teilweise für kleine Strecken in Boruto der Gegner ist, dann kann man das einbauen. Aber ob man das wirklich macht, ist halt die Frage. Das ist so ein bisschen, ja, der schwierige Part an dieser Stelle. Und ja, Boruto will anscheinend überhaupt keinen Krieg, keinen Kampf, kein gar nichts. Er wehrt alles ab. Er macht so wie Sakura, nur diesmal richtig mit dem Abwehren der beiden Attacken. Und das kann auch mal sehr, sehr wichtig werden für die Zukunft von dem Charakterzug von Boruto, dass er keinen Krieg möchte, dass er nicht kämpfen möchte. Das wird nochmal wirklich essentiell wichtig werden für den Rivalenkampf mit Kawaki, weil Kawaki scheint jemand zu sein, den er wirklich kennt, und dass er gegen ihn kämpfen muss, das muss ihn sehr, sehr krass wehtun. Und ich denke auch, dass sie schon vorher miteinander gekämpft haben wegen der Wunde von Boruto. Deswegen werden wir wissen, dass in, ja, doch langen Folgen, das wird noch dauern, aber dieser Plot wird kommen, dass Boruto ja von dem Verrat sehr, sehr krasse Wunden von sich tragen wird, wenn man so möchte. Wie dem auch sei, Mitsuki lernt wieder dazu von Boruto, dass er nicht sofort töten soll, auch wichtig an dieser Stelle. Und das legendäre Jutsu, das Rede no Jutsu, wird wieder eingesetzt und besiegt den Gegner, das Talk no Jutsu, wie man das kennt. Und ja, es ist noch in Ordnung, aber wenn das wirklich öfter der Fall wird, wäre das echt schade, weil Boruto damit einen sehr, sehr krassen Charakterzug von Naruto einfach übernehmen würde. Natürlich ist es ein Shonen, da ist es normal, dass sowas mal passiert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wo die Gefahr bei diesem, ja, Talk no Jutsu liegt. Wie dem auch sei, Nu könnte der Vater sein. Das habe ich mir jedenfalls gedacht, dass der Vater eventuell bei diesem Jutsu seine Lebensenergie geopfert hat, um als dieses Nu-Wesen wiedergeboren zu werden, weil es für mich Sinn gemacht hat, dass das eigentlich ja so passen würde, dass dieses Ding dann auf Sumire hört. Aber anscheinend ist dieses Ding einfach so loyal zu Sumire, weil Sumire schon lange mit dem unterwegs ist und das Ganze erzogen hat, wenn man so möchte. Und deswegen ist Sumire in der gleichen Situation wie mit der Mutter von ihr, dass sie die Mutter vom Nu ist. Und da sieht man halt daran, dass das Ganze vom Plot halt sich entwickelt und dass man dann immer wieder diese klassische Naruto-Manie hat, was in diesem Fall auf jeden Fall in Ordnung ist. Versteht mich hier nicht falsch, aber es ist halt sehr, sehr klassisch. So, die Worte der Mutter fallen Sumire dann Abgrund ein, als, sag ich mal, als sie sich schon mit ihrem Leben abgeschlossen hat. Und dann kommt Boruto neben ihr, das Klischee ist hier auch versteckt. Auch wieder an dieser Stelle nicht schlecht, wirklich nicht ein Negativpunkt, aber es ist halt sehr, sehr Naruto-lassig. Ich feiere das ja sowieso. Wie dem auch sei, der Nu oder die Nu, eher gesagt, ist ein Mann, obwohl es kein Mann ist. Es scheint wirklich eher, ja, weiblich zu sein, also die Tochter von Sumire. Aber das Nu-Wesen schützt die drei, ja, Shinobi, die herangehenden Shinobi, wenn man so möchte. Und das war schon echt cool, muss ich sagen, dass man das Tier nochmal so einbaut. Aber ich fand es halt auch ein bisschen schade, dass Sumire sich da fast gar nicht drum gejuckt hat, dass das Nu-Wesen sich da mehr oder weniger geopfert hat. Und ja, mal sehen, wie das Ganze mit Sumire gehandelt wird. Es wird ja in der Preview ein bisschen darauf eingegangen. Und Sai trifft das Ganze mit Danzo ziemlich stark, muss ich sagen. Also denke ich jedenfalls, das war vom Blick schon ziemlich, ziemlich krass bei ihm. Finde ich auch gut, dass man ihm ein bisschen mehr Character Development gibt. Hoffentlich bleibt man da dabei, oder es wird nur dafür genutzt, weil man halt den Bezug hatte von Sai und Sumire wegen der Nu und wegen Danzo. Wie immer, Sai, Ende gut, alles gut. Sumire hat noch ihre Tochter, sie lebt irgendwie doch noch, also das Nu-Wesen. Und ja, Mitsuki ist irgendwie total stolz darauf, dass er seine Eltern ja nicht Bescheid gegeben hat, und das fand ich echt lustig an der Stelle. Ich bin an dieser Review auch nicht so ausgerastet, weil, wie gesagt, das war eine gute Folge, eine sehr, sehr gute Folge, eine starke Folge, aber es gab keinen richtigen Endkampf, deswegen kann man darauf nicht ganz gut eingehen, wie das Ganze abgelaufen ist und so weiter und so fort. Es war eine coole Folge, es war ein guter Abschluss für den Arc, ein sehr, sehr solider erster Arc. Es gab natürlich die Postfolgen, die waren ein bisschen schwächer, es gab noch Folgen, die waren eher unnötig und so weiter und so fort. Ich finde, man hätte ein, zwei Ghost-Vorfälle vielleicht wegnehmen können, weil das ein bisschen zu viel war, aber an sich war der Arc stabil, es war in Ordnung, es hat unterhalten, es war an vielen Stellen ein bisschen lahm, das gebe ich auch zu, das habt ihr auch gemerkt bei mir, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen für den Filler-Arc, also für den Arc, der nicht aus dem Manga stammt, sage ich mal, der als Anfangs-Arc auch gilt, um die Charaktere einzuführen, war das ein sehr, sehr stabiler Arc. Und so haben wir es auch, dass wir das neue Ending haben, was nicht das neue Ending ist, und zwar ist es der Abspann für diesen Arc, und ich hoffe, das macht man für jeden Arc, das hat mir sehr, sehr gefallen mit dem Abspann, das war sehr, sehr kreativ, und ja, auch bitte diesen Style weiterführen. Wie dem auch sei, wir kommen zu der Preview, und da sehen wir, dass Sumire anscheinend die Schule wechseln soll, und da sehen wir halt die Nachwirkung des Arcs. Es wird wahrscheinlich noch ein, zwei Folgen gehen, und dann kommt die Story mit Sarada und mit Sasuke. Ich werde bald ein Video dazu machen, wenn ihr euch dafür interessiert, was wirklich passiert ist, denn Sarada wird in dieser Preview auch aufgebaut. Und ja, ich denke, Sumire wird die Schule nicht wechseln, das wird nur in dieser Folge so sein, weil ich glaube sehr, sehr stark daran, dass Iwabe, Denki und Sumire ein Team bilden werden, weil das die drei Hauptfiller-Charaktere ist, wenn man so möchte. Deswegen werden die dann nochmal, ja,
wirklich ins Team gebracht. Und wir sehen im Ending auch noch außerdem, dass diese beiden Filler-Mädels auch noch dabei sind. Mal sehen, ob das auch nochmal für den nächsten Arc mehr oder weniger Bedeutung hat. Vielleicht kommt ja sogar noch ein kleiner Filler-Arc, so 3-4 Folgen, weiß ich ja nicht. Wäre vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, weil ich glaube persönlich, dass die Story von Naruto Gaiden, die Story mit Sarada und mit Sasuke, ist jetzt, denke ich schon, sehr, sehr gesund für den Boruto-Anime. Ich glaube schon, das würde den ganzen sehr, sehr viel Schwung verleihen, weil die meisten die Story noch nicht kennen. Und ich sage euch eins, für die Leute, die die Story nicht kennen, wird es Woche zu Woche echt spannend werden. Deswegen freut euch auf jeden Fall darauf. Ich bin aber doch raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie fandet ihr diese Folge, wie fandet ihr diesen Arc und was denkt ihr, wie Boruto jetzt weitergehen wird. Seht ihr das Ganze positiv oder auch negativ? Würde mich da sehr interessieren. Ansonsten gerne einen Daumen nach oben auf diesem Video hier hinterlassen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!